Hey, herzlich willkommen zu diesem RPG-Maker-relevanten Video hier in der Staubstube. Heute mit dem Thema Maker-Pendium, eine wichtige Seite im deutschsprachigen Maker-Spektrum. Wenn ihr euch erstmal fragt und noch nicht wisst, was ist der RPG-Maker, worum geht es, was sind Maker-Spiele, hier in der Beschreibung findet ihr das entsprechende Video, das ich schon angefertigt habe. Da ist das sind dann alle Infos, was ist eigentlich der RPG-Maker. Wenn ihr aber wiederkehrende Zuschauer seid oder eben aus der Szene kommt, heute geht es um das Maker-Pendium. Was ist das Maker-Pendium? Dazu muss man erst einmal sagen, dass die RPG-Maker-Szene schon seit Jahren Struktur brauchte und braucht. Denn es gab sehr viele Spiele, es gibt sehr viele Spiele, die entwickelt wurden. Viele davon natürlich auch Demos, aber viele auch Projekte, die nie veröffentlicht wurden, nicht einmal Demo-Status erreichten. Es gibt noch mehr Entwickler, es gibt viel zu chronologisieren. Seien das nun Foren, die gekommen und gegangen sind, seien das Communities, die mittlerweile nicht mehr existieren, wichtige Ereignisse innerhalb der deutschen RPG-Maker-Community. Das sind alles Sachen, die waren bis vor einigen Jahren nie so irgendwo zentral festgehalten. Die musste man sich so im Internet zusammensuchen. Und so hat es sich aber im Jahre 2012 begeben, dass das Maker-Pendium entstand. Ein Wikipedia für die Maker-Szene, so lässt es sich am besten und treffendsten zusammenfassen, in der nicht nur Spiele kategorisiert und vorgestellt und gesammelt werden, sondern auch Entwickler, sondern auch Ereignisse. Viele, viele Dinge, die die Maker-Szene betreffen, alles rund um die Maker-Szene. Und dieses Maker-Pendium war, wie ich finde, eine ganz, ganz wichtige Sache für die Community, für die schrumpfende Community, diese Indie-Game-Community, die heute kaum noch so aktiv ist wie damals. Denn es gibt ihr Struktur, denn es gibt Mitgliedern wie mir, dieser Community, die Möglichkeit, Links zu versenden. Das ist das, dieses, jenes. Dort hat man es wirklich übersichtlich vorgestellt. Zusammen mit dem RPG Maker Archiv, wo dann auch sämtliche Spiele zum Download verfügbar sind, haben diese beiden Projekte, finde ich, der deutschen Community eine Struktur gegeben, dieser Maker-Bewegung, dieser Maker-Szene, die ganz, ganz essentiell war, um dieses Phänomen nach außen zu tragen, wieder einmal, jetzt im Jahre 2020. Und das ist ganz wichtig. Das gibt uns Mittel an die Hand, die wir Außenstehenden zeigen können. Und darum wird es heute ums Pendium gehen und dann beim nächsten Mal in einem dieser Videos um das RPG-Maker-Archiv, wo ihr dann alles herbekommt. Hier unten ist das schon mal alles mit verlinkt. Aber bevor ich jetzt groß nochmal über das Pendium spreche, was ist das Pendium, wie funktioniert dieses Maker-Wikipedia genau, zeige ich es euch lieber. Das ist viel effektiver, deswegen gehe ich jetzt an meinen PC und dann gucken wir uns das Ganze einfach mal aus der Live-Perspektive an. Bis gleich. Und da sind wir auch wieder, auf der Hauptseite des Maker-Pendiums. Wir sehen das hier, alles relativ übersichtlich aufgebaut. Es ist ein Wikipedia, ein Wiki für die Maker-Szene. Es ist makerpendium.de. Das heißt, man fokussiert sich hier auf die deutsche Community, auf die deutsche Szene. Es sind natürlich auch einige englischsprachige Spiele gelistet, die dann aber eher auch in der deutschen Community Anklang fanden und Popularität erlangten. Es sind nicht wirklich viele englischsprachige Spiele dabei. Man kümmert sich wirklich eher um die deutsche Szene und das ist auch genug Arbeit, wenn wir uns hier die Artikel angucken, die noch zu tun sind, die aktuelle Baustellen sind. Es ist viel zu tun. Es ist ein freiwilliges, kleines Wiki aus freiwilligen Mitarbeitern. Momentan gibt es, wir sehen es hier, 1228 Artikel. Deswegen ist es wahrscheinlich auch genug Aufwand, sich erstmal um die deutsche Kategorisierung zu kümmern. Das aber nur vorab als Info. Es geht hier vor allem nochmal um die deutschsprachige Community. Wir haben ja einen kleinen Text. Worum geht es bei makerpendium.de? Was ist der RPG Maker? Die wichtigsten Fakten. Und wollen das jetzt mal kurz chronologisch durchgehen. Was gibt es hier alles? Wir sehen hier die Bilder der RPG Maker. Hier 2000, 2003, hier haben wir die Artikel und wir wissen auch hier nochmal, das ist alles noch im Aufbau. Ja. Es setzt sich, wie gesagt, daraus zusammen, dass Leute da freiwillig mithelfen. Hier haben wir nochmal einige Updates. Genau, der RM2Cast, es gibt einen Podcast, den die Entwickler jetzt zusammen mit den, die Verantwortlichen des Pendiums zusammen mit den Verantwortlichen für das RM-Archiv, für das RPG-Maker-Archiv gemacht haben, also ein Podcast, wo auch mit wichtigen Prominenten aus der RPG-Maker-Szene gesprochen wird, aber dem widme ich dann vielleicht nochmal einen eigenen Beitrag. So, hier haben wir aktuelle Baustellen, das sehen wir also hier, was hier so gemacht werden muss. Das ist vielleicht für den neuen Besucher gar nicht mal so interessant. Hier haben wir die Navigation, Hauptseite, letzte Änderung ist klar, zufällige Seite können wir uns gleich mal anschauen.
Hier wissen wir, was wir wissen müssen, wenn wir mitarbeiten wollen, die Richtlinien, wie sind die Artikel zu erstellen, das ist klar. Beim Forum wird auf das RPG-Atelier, die größte, nicht unbedingt die größte, aber doch die relevanteste Seite, die es noch gibt im deutschsprachigen Maker-Raum, da wird hier drauf verlinkt. Ein eigenes Forum gibt es nicht, da das Maker-Pendium sich wirklich eher als Bindeglied zwischen den deutschen Communities sieht und eben die Archivierung im Vordergrund steht. Hier kann man nochmal das Wichtigste über das Pendium und die Menschen dahinter lesen. Impressum ist klar. Und dann haben wir hier nochmal eine Übersicht der RPG Maker, all das, was dann eventuell an Hintergrundinformationen relevant und interessant sein könnte. Können wir dann auch die speziellen Maker nochmal mit den nötigen Infos und einigen Bildern angucken. Das ist dann eher relevant, falls ihr selbst mal in die Entwicklung kommen wollt oder eben hinter die Kulissen schauen wollt. Spiele, das ist dann vielleicht das wirklich Interessante am Maker-Pendium, die Spiele-Datenbank. So, da sind wir hier von A bis Z aufgestellt, können uns eben angucken, was gibt es so an Spielen. Das ist im RPG-Maker-Archiv, finde ich, nochmal etwas anschaulicher gesammelt, aber hier geht es ja wirklich eher um die Sammlung von Informationen. Wir sehen auch, es sind viele rote Links, es sind unglaublich viele Spiele erschienen, beziehungsweise relevant gewesen, Projekte relevant gewesen, und das lässt sich natürlich nur sehr schwer alles in anschaulichen Artikeln sofort mit wenigen freiwilligen Menschen umsetzen. Also wir sehen hier auch, ich habe dann auch hier schon mal einige Artikel vorbereitet, die wir uns angucken können. Das ist alles wirklich mit viel Aufwand betrieben, mit viel Liebe betrieben. Und bei der unglaublichen Menge an Projekten, die die deutsche RPG-Maker-Szene im Laufe von vielen Jahren zustande gebracht hat, sehen wir, das ist alles noch im Aufbau und alles noch gemacht. Aber viele wichtige Dinge sind schon da. Das ist also die Spieledatenbank. Hier haben wir nochmal unter dem Tab Community einiges. Man kann sich hier durchlesen, welche Maker-Communities es noch gibt, welche noch online sind. Nicht alle davon sind noch aktiv. Und hier haben wir nochmal die Übersicht, was es denn da so gegeben hat. RPG-Atelier ist klar, RPG-Studio ist zum Beispiel nicht mehr aktiv, die Seite auch nicht mehr, das AM-Archiv ist klar, Vampire's Dawn ist noch aktiv. Und dann haben wir eben, jetzt wundere ich mich gerade, dass hier das AM-Forum nicht mit aufgezeichnet ist. Das RPG-Maker MV-Studio, das RPG-Maker MV-Forum, das ist noch vor dem RPG-Atelier das aktivste, ist hier nicht mit aufgezählt. Müsste man dann mal noch nachtragen. Aber gut, das Personenverzeichnis ist ganz wichtig. Also alle Personen, die im Maker-Spektrum relevant sind, allen voran natürlich Entwickler, sind hier mehr oder weniger aufgezählt, alle, an die man so rangekommen ist. Aber natürlich auch nicht jeder mit einem Artikel versehen, das ist klar. Das kann man dann einfach auch nicht leisten in der Zeitspanne, in der das Maker-Pendium jetzt existiert. Aber hier kann man nochmal viele wichtige und interessante Hintergrundinformationen zu den Menschen hinter den Indie-Projekten nachschauen. Community-Projekte. Hier sieht man also, was gibt es denn noch so an Aktivitäten. Man sieht hier den Maker-Treff von Leuten, die in der Maker-Szene aktiv sind, kann man hier nachgucken. Spieleprojekte, Spieluniversen, also übergreifende Universen zwischen einzelnen Maker-Spielen, Auszeichnungen, Magazine. Ihr seht es selbst, das sind so die interessanten Trivia-Facts zur Szene. Eine Szenenchronik, was ich persönlich auch sehr interessant finde. Was ist in der RPG-Maker-Szene so am wichtigsten passiert? So, da sind hier also nach Jahreszahlen wichtige Dinge aufgelistet, interessante Dinge aufgelistet, die man sich so nachgucken kann. Ist wirklich interessant, vielleicht vor allem, wenn man etwas länger dann schon in der Szene sich beschäftigt hat, mit den Spielen vertraut geworden ist und dann wirklich mal wissen möchte, wie kam das denn alles, wie hat sich das alles hergeleitet. Schönes Detail, schönes Liebhaber-Detail hier mit dabei. Und nochmal die Hintergründe. Was ist der RPG Maker, die Einflüsse, Ursprünge, Kult und andere Dinge? Alles extrem interessant für Leute, die sich wirklich eingehender damit beschäftigen möchten. Vor allem geht es aber hier um die Spiele im Maker-Pendium, vor allem eben für Außenstehende, die dann da erstmal durch die Spiele gucken möchten. Und da schauen wir doch mal auf eine Beispielseite. Das berühmte Vampire's Dawn, Reign of Blood, hat hier natürlich auch seine Seite bekommen. Wie ist so ein Artikel aufgebaut? Das ist die klassische übersichtliche Wiki-Struktur, würde ich meinen. Wir haben hier einen kurzen zusammenfassenden Text über das Spiel. Was sind so die Merkmale? Die Hintergrundgeschichte, die Story, Auszeichnungen, anschauliche Bilder, man kann sich einen guten Eindruck machen. Trivia-Facts. Facts. Das ist ganz interessant. Links natürlich. Hier kann man auch nochmal Spiele vom Ersteller angucken. Was hat er denn noch so gemacht? Vampire's Dawn, Dunkle Schatten etc. Homepage, Genre, Sprache,
die neueste Version, Veröffentlichung, der Entwickler erstellt. Welches Tool ist es denn nun? Der Link zum RPG-Atelier hatte ich, glaube ich, auch schon rausgesucht. Genau, hier nochmal das RPG-Atelier, wo keine Downloads mehr angeboten werden, aber wo es auch nochmal eine Übersichtlichkeit gibt. Das AM-Archiv, mit dem wir uns dann, wie gesagt, beim nächsten Mal beschäftigen, wo alle Spiele zum Download gehostet sind. Sehr interessant für Spieler, für Neugierige. Hier nochmal zum Herunterladen bei einigen Maker-Pendium-Spiel-Links-Seiten sind auch die Download-Links dann dabei, wenn es sich anbot. Status, fertiggestellt, Demo etc. steht dann hier drin. Genau, das sind die Artikel, so sind die aufgebaut. Hier habe ich nochmal, Kelvin kennt man vielleicht auch, großer Szene-Mogul, hat sehr, sehr viele Projekte fertiggestellt innerhalb der deutschen Szene, und hier habe ich also nochmal beispielhaft eine Entwicklerseite rausgesucht. Wie werden User hier vorgestellt? Wir sehen hier bei vielen dann ihren Foren-Avatar, den sie vielleicht heute noch hatten, in den deutschsprachigen Maker-Communities, primär bekannt für, das sind dann hier subjektive Spiele, für die sie vielleicht am ehesten bekannt sind. Und eben die wichtigsten Daten hier in der Community. Das ist dann für den Gelegenheitsbesucher vielleicht nicht so interessant. Dann hier noch die Zusammenfassung. Wer ist das denn? Was hat er so gemacht? Und natürlich die Spiele. Ganz wichtig, hier sind noch ganz viele rote Sachen. Kann man noch viel machen. Aber es ist eben, wie gesagt, ein leidenschaftliches Fanprojekt. Contest-Beiträge, auch ganz wichtig, Contest-Spiele. Ja? Viele gute Contest-Spiele im deutschen Maker-Spektrum. Und da ist das auch nochmal interessant, das hier abgespaltet zu sehen. Und eben Demos, was abgebrochen wurde, sieht man hier auch nochmal unveröffentlicht. Und natürlich auch dann die relevanten Links, so ist das aufgebaut. Sehr gut einzusehen. Ich muss nochmal auf die Hauptseite gehen, denn wir haben hier noch einige Rubriken neben der Navigation. Da kann man dann nochmal eben, wie gesagt, auch das Personenverzeichnis explizit aufrufen. Ja, sieht man dann alle nochmal alphabetisch die Leute aufgelistet. Wir können uns, das haben wir alles schon gesehen, genau, Hintergrund und Kult, Contests. Genau, hier haben wir nochmal die Kategorie Contests, und da sind dann auch wirklich viele relevante RPG Maker Contests aufgelistet, falls ihr nicht genau wisst, was damit gemeint ist. Die Community hat natürlich immer so kleine Challenges und Contests gestartet, 10-Word-Contest, da dürften nur 10 Wörter relevant sein. Ende der Welt-Contest gab es noch, da erinnere ich mich dran, da musste man irgendwie den Weltuntergang als Kurzspiel umsetzen. Also viele Contests, die eben die Teilnehmer herausgefordert haben, nach einem bestimmten Thema zu makern. Und das hat immer sehr, sehr interessante und oft kreative Spiele hervorgebracht. Und deswegen ist es gut, dass man das hier nochmal alles angucken kann. Viele schöne Kurzspiele dabei. Unbedingter Tipp von mir, auch für Maker-Veteranen, die sich vielleicht nicht so mit allen Contest-Spielen auseinandergesetzt haben, immer mal noch vorbeigucken. Da sieht man wirklich Perlen, wo man sie nicht erwartet hätte. So, die Maker-Übersicht hatten wir, die Technik haben wir hier nochmal, genau, also was gibt es so an wichtiger Maker-Technik, das ist dann auch schon wieder etwas hintergründiger. Wir haben hier den Diskussionsthread im RPG-Atelier, wo das Pendium vorgestellt wird, das können wir uns nochmal angucken. Die Mitarbeiterrichtlinien, das haben wir alles schon gesehen, also was ist wirklich wichtig, falls ihr euch beteiligen wollt. Interne Diskussion, wo die Bearbeiter dann eben wirklich darüber reden, wie kann man was schreiben, was muss man beachten. Urheberrechtliches, zum Urheberrecht nochmal hier mit dabei und eben über das Maker-Pendium. Ne? Hier nochmal wichtig, die Communities, hier ist das MV mit dabei, sehr schön, haben wir es nochmal mit dabei. Gut, das RPG-Atelier und eben das Archiv, ganz wichtig, falls ihr RPG-Maker-Spiele downloaden wollt. International hat man hier zumindest nochmal auf RPGMaker.net verwiesen, die wichtigste Seite im englischsprachigen Raum, was den RPGMaker angeht, wenn es denn lädt. Dankeschön. Ganz wichtig, falls euch Englisch nicht schreckt, aber das habe ich auch alles im RPGMaker-Video mit erwähnt. Das ist das Pendium. Gucken wir uns doch nochmal ein, zwei zufällige Seiten an. Enocard, Entwickler. Hallo Enocard. Tiger the Arena. Oh, ihr Spiel habe ich sogar reviewed. Soul Destruction. Nicht unbedingt eine Empfehlung an der Stelle. F9-Menü. Wunderbar.
unauffindbar wichtiges Objekt. Das unauffindbar wichtige Objekt ist eine einzelne, kaum oder gar nicht deutbare Stelle auf einer Map, deren Event von der Spielfigur, am besten noch ohne vorherige Hinweise, angesprochen werden muss, damit eine Aufgabe oder überhaupt das ganze Spiel weitergehen kann. Darunter fallen wichtige, aber nicht erkennbare, vielleicht sogar zufällig herumliegende Gegenstände zum Aufsammeln, seltsam platzierte bzw. zu wenige Teleporter oder schlicht und ergreifend Sequenzauslöser, die nach dem kompletten Gegenteil einen gewissen anderen Anti-Patterns designt und auf die Map gesetzt wurden. Wow. Wusste nicht, dass es hier auch Stupidedia-ähnliche Artikel gibt. Wunderbar, als Entwickler kennt man dieses Problem. Eigenes Kampfsystem. Okay, ich hätte gern auch mal ein Spiel. Forgotten Stories. Jetzt haben wir ein ganz, ganz, ganz tolles Spiel. Dankeschön. Gut, das ist das Maker-Pendium. Es ist wichtig zu erwähnen, dass man bei Maker-Pendium eben viele Spiele nachgucken kann, dass man hier Links von Spieleseiten verschicken kann, wenn man dann wissen möchte, hey, gibt es Vampire's Dawn noch? Was ist eigentlich aus dem und dem Entwickler geworden? Was ist aus dem Spiel geworden? Es ist das erklärte Ziel des Maker-Pendiums, die Szene zu archivieren und für die Nachwelt zu erhalten. Und das finde ich ganz, ganz wichtig und eben, wie gesagt, auch sehr, sehr praktisch, um mit den Links zu arbeiten, um den eben Außenstehenden um diese Links Außenstehenden zuzuschicken und diese ganze Sache etwas übersichtlicher zu gestalten. Denn wenn man erstmal als Neuling in die RPG-Maker-Szene heutzutage kommt, dann ist das ja alles schon relativ erschlagend. Das Maker-Pendium wirkt dem, finde ich, sehr effektiv entgegen. Tja, und das ist das Maker-Pendium. Falls ihr euch für irgendwelche etwaigen RPG-Maker Themen interessiert, falls ihr euch da reinfixen wollt, hier ist es sehr einfach, falls ihr irgendwelche Spiele nachgucken wollt, dann eignet sich das Pendium dafür ganz ausgezeichnet. Falls ihr irgendwas mal gehört habt, falls ihr nicht mehr wisst, wie dieses und jenes Spiel heißt, hier lohnt es sich vielleicht danach zu gucken. Na, finden wir es. Feuer Mitternacht hat eine eigene Seite, haben wir gerade nicht gefunden. Gut. Ja, genau. Also, Maker Pendium, Wiki, interessant. Vielen Dank an alle Beteiligten, die hier mitarbeiten, die hier täglich Schweiß und Blut reinstecken. Oh, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Für mich vielleicht eines der absolut wichtigsten Projekte der deutschen RPG-Maker-Community. Und ich wünsche weiterhin viel Erfolg und Motivation und danke euch, dass ihr dabei wart. Guckt vielleicht mal auf makerpendium.de dabei, unterstützt die Entwickler, entweder durch Schreiben oder durch Feedback, durch ein bisschen Motivation. Dankeschön. Das war's hier von der Staubstube. Bis zum nächsten Mal, wenn es um das RPG Maker Archiv geht, wo ihr sämtliche RPG Maker Spiele downloaden könnt. Bis dahin. Tschüss.